Ich glaube, dass die politische Welt sich durch drei Charakteristika auszeichnet. Einmal durch die schon erwähnte Globalisierung, aber auch durch die Herausbildung von globalen Institutionen, die Weltprobleme heute regeln müssen, grenzüberschreitende wirtschaftliche und politische Prozesse steuern müssen. Zweitens das, was wir als Transnationalisierung bezeichnen, das heißt grenzüberschreitende Probleme. Probleme wie der Klimaschutz, wie die demografische Kurve machen ja nicht Halt vor den nationalstaatlichen Grenzen. Das heißt, wir haben es heute mit grenzüberschreitenden, eben transnationalen Problemen zu tun. Man könnte auch sagen, dass die Steuerungsfähigkeit der Nationalstaaten abnimmt durch die Zunahme von Problemen, die grenzüberschreitende globale Reichweite haben. Das wäre der Begriff der Transnationalisierung. Der dritte Begriff, mit dem ich dieses Merkmal umreißen würde, der politischen Welt, wäre der Begriff der Gleichzeitigkeit von Globalisierung und Multilateralisierung auf der einen Seite. Die Welt wird immer globaler. Die Wirtschaftswelt ist eine globalisierte Welt. Die UNO ist eine globale Organisation einerseits, aber parallel dazu den gegenläufigen Effekt, nämlich Regionalisierung, Fragmentierung. Wir haben also eine Gleichzeitigkeit, eine Parallelität von Integration, wenn Sie so wollen, und Zerfall. Einmal müssen wir feststellen, dass die Periode relativer Weltordnung seit 1945 unwiderruflich zu Ende gegangen ist. Zweitens, wir haben neue Risikopotenziale, neue Verwerfungen, die geografisch nicht mehr fixierbar sind. Wir haben also keine geografisch angehbaren Konfliktachsen mehr, Nord-Süd-Konflikt, Ost-West-Konflikt. Die Konflikte von heute und ihre Kalkulierbarkeit stellen unser Koordinatensystem wie nie zuvor in Frage. Alleine in den letzten 6 oder 7 Jahren haben wir erlebt Fukushima, die globale Wirtschafts- und Finanzkrise, das Anwachsen von Streitigkeiten im südchinesischen Meer zwischen China und 6 oder 7 anderen Staaten. Oder wenn Sie etwa die Cyberattacken auf Cybersysteme einmal als Beispiel nehmen. Das heißt, diese neuen Risikopotenziale und Verwerfungen sind mit nationalen Mitteln, mit nationaler Sicherheitspolitik nicht mehr zu lösen. Und der dritte Punkt, der eine Definition nationaler Interessen erschwert und sie vermutlich auch in der Realisierung bedrohen kann, ist die Neuverteilung von politischer und wirtschaftlicher Macht. Die Gewichte der Weltwirtschaft haben sich in einem bisher nicht gekannten Tempo verschoben. Wir können heute annehmen, dass etwa 8 bis 9 Staaten in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, etwa 70 bis 80% des globalen Wachstums unter sich ausmachen. Das heißt also, es sind in der Regel nicht westliche Staaten. Wir haben also eine Neuverteilung, eine Umverteilung politischer Macht in einer Dimension, wie wir sie vorher nicht hatten. Und daraus folgt viertens, dass die Spielräume nationaler Außenpolitik viel enger werden. Und ein Politiker in Berlin hat mal völlig richtig gesagt, wenn man es sehr kritisch sieht, dann kann man sagen, dass Außenpolitik im klassischen Sinne heute nur noch reduzierbar ist auf eine Mischung aus Risikomanagement, politischem Risikomanagement und nationaler Handelsförderung. Da merken Sie schon, dass die Spielräume für nationale Politik insgesamt eher abgenommen haben als zugenommen haben. Ich glaube, wenn wir uns mal die Vereinigten Staaten nehmen als Beispiel, dann will ich damit nicht implizieren, dass die Amerikaner ihre Führungsrolle komplett verloren haben, aber wir sehen hier, dass sich Indikatoren abzeichnen für den Verlust einer Führungsrolle von Staaten. Das kann man sicherlich punktuell an den Vereinigten Staaten festmachen. Ich würde meinen, zum ersten Mal die schwindende ökonomische und fiskalische Basis. Das heißt, Amerika hat etwa 16,5 Billionen US-Dollar Schulden. Das ist ein Schuldenstand, an dem Amerika wahrscheinlich noch viele Jahre zu arbeiten hat und der natürlich auch außenpolitische Aktivitäten lähmt. Das Zweite ist, wir haben in den USA nach Irak und nach Afghanistan eine Interventionsmüdigkeit. Das heißt, die amerikanische Gesellschaft ist heute in der Tat interventionsmüde und wir haben, meine ich, im Ansatz auch stärkere neo-isolationistische Tendenzen in den USA. Also der gesellschaftliche Konsens, ob man nach wie vor Weltmacht sein will, nicht nur rhetorisch, sondern auch de facto, ist heute sehr viel schwieriger herzustellen. Das Dritte ist, wir haben in den USA eine Lähmung, man kann sagen, eine Polarisierung
des politischen Systems, wie es eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht der Fall war. Republikaner, Tea Party-Bewegung auf der einen Seite und die Demokraten um Obama, siehe Haushaltsstreit, der immer wieder vertagt wird, immer wieder neu verhandelt werden muss. Diese Lähmung des politischen Systems hat ein bisschen, ja, man kann sagen, relativiert, was die Amerikaner früher als Bipartisanship genannt haben, nämlich wenn wir eine Krise haben oder wenn wir in entscheidenden, vitalen Fragen zusammenarbeiten, dann ist das ein Ausweis des amerikanischen Systems. Diese Konsens- und Kompromissfähigkeit gibt es heute nur noch sehr eingeschränkt. Und das Vierte, meine ich, man kann sicherlich den Verlust einer Führungsrolle auch daran festmachen, ob sich eine starke Gegenmacht herausbildet, ob sich neue Aufsteiger in Anführungszeichen herausbilden. Und ich will damit nicht sagen, dass China der ganz große Counterpart ist. Wahrscheinlich nicht, weil China massive innere Probleme hat und nie gesagt hat, dass es eine globale Rolle spielen will. Aber ich glaube, dass die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und vielleicht noch die Türkei dazu, Indonesien dazu, uns sehr deutlich zeigen, dass diese Staaten heute auch machtpolitisch an Gewicht zugenommen haben, wenn Sie etwa an Indien denken, nicht? Demografisch heißt das, Indien und China haben zusammen etwa 38-39% der Weltbevölkerung. Kurzum also, wir haben eine Zeit, in die wir hineingehen, der Nichtpolarität. Und Nichtpolarität heißt, wir haben ein Nebeneinander von labilen Regionalstaaten, die allerdings ganz unterschiedliche Machtpotenziale haben. Ich glaube, dass wir mit ein paar Problemen zu tun haben, die uns zeigen, dass auch eine bessere Führungselite und auch eine bessere Politikberatung letztendlich nicht automatisch zu einer besseren Politik führen. Wir haben fast unüberschaubare Veränderungen in der Außenpolitik. Wir haben Herausforderungen, die heute auf die Politik einwirken, die durch ihre hohe Komplexität, die durch ihren Informationsumfang, die durch den Zeitdruck der Akteure, die Multiplizierung von Akteuren eigentlich nur noch ein Fahren auf Sicht, wie es Frau Merkel mal gesagt hat, nur noch ein Fahren auf Sicht erlaubt. Also man könnte etwas salopp sagen, Politik heute ist mehr denn je auf Überlebensmodus gestellt. Das heißt, zweiter Punkt, sachfremde Aspekte, die mit Politikberatung und Elite gar nichts zu tun haben, nehmen immer mehr Einfluss auf politische Entscheidungen, Wahlen. Irgendwann sind alle Vierteljahre oder alle halbe Jahre sind Wahlen, auch in Deutschland. Medienlagen, wie ist das Medienecho? Wie sind innenpolitische Konstellationen? Schwächelt ein Koalitionspartner? Muss man ihm entgegenkommen? Und. Diese sachfremden Aspekte nehmen zu. Und der dritte Punkt ist, wir haben heute eine Vielzahl von Akteuren. Wir haben eine Auflösung des nationalen Interesses, wie schon besprochen, in sehr unterschiedliche nationale und transnationale Lobby-Dissonanzen, wenn Sie an die Wirtschafts- und Finanzkrise denken, an die Energiepolitik denken, sodass ich glaube, dass wir eher eine Fragmentierung und nicht eine Zentralisierung der Macht haben. Und was die Beratung betrifft, Punkt 4, ich glaube, dass sich Klein Fritzchen das so vorstellt, als wenn 3 oder 4 Berater sich zusammenfinden zu einem Konsens und diese Entscheidungsvorlage dem Politiker anbieten. Die Wirklichkeit ist aber sehr viel komplexer. Ich glaube, dass politische Beratungsangebote, Deutungsangebote miteinander konkurrieren und sich teilweise ausschließen. Das heißt, in der Wirtschafts- und Finanzkrise hat Frau Merkel, hat der Finanzminister nicht ein Gutachten der 5 Weisen auf dem Tisch, sondern Stellungnahmen aller großen wirtschaftswissenschaftlichen Institute, Einzelmeinungen, Konzernmeinungen, das heißt, und auch die Fachleute in den Ministerien ziehen ja sehr oft in der Problembeschreibung und in der Therapiebeschreibung nicht an einem Strang. Also ich glaube, dass das alles ein gutes Beispiel dafür ist, dass bessere Politik nicht unbedingt durch bessere Eliten und durch bessere Politikberatung stattfindet. Was ich mir aber wünschen würde, um noch einen Satz anzufügen, dass die Ausbildung von Leuten aus den Ministerien, dass die Ausbildung insgesamt vor allem auf dem politischen Feld, also Thema internationale Politik, durchaus etwas konzentrierter sein sollte. Ich finde es schade, dass zahlreiche Lehrstühle für internationale Politik heute in dieser Form nicht mehr existieren.
Wenn wir also gute Diplomaten haben wollen, wenn wir Fachleute haben wollen auf diesen komplexen Themengebieten, brauchen wir auch ein paar Universalisten. Und die können natürlich nur in guten Ausbildungsstätten, in die man auch investiert, ausgebildet werden.